Weil Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, was wir gekreuzigt werden. Meiner Zerren, meine Lieblich.
Im Hause Simonis des Aussätzigen trat zu ihm eine Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf seine Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Was steht diese Unkraft Thank you.
ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches ergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich's noch Vaters Reich. O Vater, mein Herz sind verschämt, dass Jesus von mir Abschied nimmt. So macht mich doch sein Testament erfreut, sein Fleisch und Blut, o kostbar kalt, vermacht mir in meine Hände. Ich will mich in dir versenken, ist dir gleich die Welt zu klein, so sollst du mir allein mehr als Wind und Himmel sein.
kein Trost, kein Helfer nicht. Thank you.
vor seinem Vater nieder. Dadurch erhebt er mich und alle von unserem Fall hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden diese Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Heiland.
Fire!
Ich bin
Und wie wohl viel falsche Zeugen hier zu traten, funden sie doch keins. Zuletzt traten zu zwei falsche Zeugen und sprachen: Mir hat's gesagt, ich hab den Tempel Gottes erbrechen. Zu falschen Lügen stille, um uns damit zu zeigen, was seine erbarmensvolle Wille vor uns zum Leiden sei geneigt.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
euch mit Buß und Reime freuen, dass euch mein